Liebe Eva, ich bin hier in Siebenlinden bei dir zu Gast. Was ist Siebenlinden? Siebenlinden ist ein Ökodorf. Aber was ist ein Ökodorf? Also wir sind ein Dorf, wir sind 140 Menschen und wollen auch noch mehr werden, so 200 bis 300. Und wir wollen hier ein Lebensumfeld aufbauen, in dem alle Lebensbereiche sozial, ökologisch, ökonomisch nachhaltig organisiert sind. Und da sind wir auch gut dabei. Wir sind seit 24 Jahren hier vor Ort und bauen das auf und haben schon einiges geschafft und haben noch ein paar Herausforderungen vor uns. Also es gibt noch Luft nach oben auf jeden Fall. Was habt ihr schon geschafft? Die drei wesentlichen Sachen, wo du sagst, hey, das sind Erfolge, die muss man feiern? Also wir haben hier sehr vorbildliche Häuser. Wir haben Strohballenhäuser. Wir sind auch eine Wiege des Strohballenbaus in Deutschland oder in Europa sozusagen. Wir haben den Strohballenbau hier sehr weit vorangebracht, dass es jetzt Strohballen jetzt ein zugelassener Baustoff sind in Deutschland. Da hat Siebenlinden einen Beitrag dabei geleistet. Und ja, also das ist hochgedämmte Häuser aus CO2, nicht nur neutralem, sondern quasi einlagerndem Rohstoff, gut gedämmt mit thermischer Solaranlage und Holzheizung und allem drum und dran. Also unsere Häuser sind auf jeden Fall ein wesentlicher Teil. Wir haben einen Selbstversorgergarten, der uns zu über 70% mit Gemüse und Obst das ganze Jahr über beliefert. Und wir haben 70 Hektar Wald, die uns mit Brennholz versorgen und die wir nach einem bestimmten Waldkonzept weiterentwickeln. Wir haben Carsharing und viele andere Sachen. Das ist jetzt so, wäre jetzt so der Öko-Teil. Mhm. Aber ich habe ja auch bewusst nicht nur ökologisch gesagt, sondern ja, auch ökologisch und sozial. Zum Sozialen gehört halt auch, dass wir hier eine Dorfgemeinschaft von 0 bis 80 sind. Immer wieder auch neue Kinder geboren werden und Kinder hier aufwachsen und auch halt wirklich ein ganzes Dorf haben, in dem sie sich sehr früh sehr frei bewegen können und mit vielen Erwachsenen eigene Beziehungen haben und sich wohlfühlen. Wir haben Mitbewohner mit Behinderung, die hier auch ihren guten Platz haben und begleitet werden. Wir haben ein sehr vielfältiges Sozialleben, zum Beispiel allein schon, dass wir eine gemeinsame Haushaltskasse haben und 7 Tage die Woche an 3 Tagen zusammen essen können, wenn wir wollen, und das ein ganz wichtiger Begegnungsort auch ist. Wir haben ganz viele schöne Angebote von Tanzen für Kinder, für Erwachsene, Yoga, Tese singen, Sauna, Disco, Spieleabende. Also es gibt ein sehr, sehr reichhaltiges Sozialleben in Siebenlinden. Wir haben Intensivzeiten, in denen wir unsere Gemeinschaft pflegen. Ja, und dann, das war jetzt die soziale Ebene, jetzt kommt noch die ökonomische. Wie viele Menschen leben hier? 140 ungefähr. 140? Mhm. Ungefähr 100 Erwachsene und 40 Kinder. Und auf der ökonomischen Ebene sind wir halt als Genossenschaft organisiert. Das heißt, wir haben ja kein Privateigentum an Häusern, sondern Häuser und Land gehören uns zusammen. Wir haben eine gemeinsame Haushaltskasse für die Lebensmittel, in der die Kinder nicht bezahlen. Wir haben unsere Gärtner, die meisten bei der Genossenschaft angestellt, die kriegen ihr Gehalt unabhängig davon, wie der Ertrag der Ernte ist. Die zahlen wir einfach solidarisch mit unseren Beiträgen, mit Carsharing, viele Teilsachen. Wir haben eine Verschenke-Ecke, wir teilen Waschmaschinen, wir schenken auch viel so Massagen, Beratungen bei irgendwelchen Fragen oder sonst was. Leute kommen zu mir, weil sie keinen Drucker haben und ich drucke immer ihre Sachen aus oder umgekehrt ist jetzt meine Schublade kaputt und einer von den Tischlern repariert das. Also so, es gibt sehr vieles, wo es einfach auch so einen einfachen Geschenkaustausch gibt. Mhm. Du hast die Strohballen erwähnt und im Grunde, ein Städter kennt das vielleicht, wenn er spazieren geht, diese großen, runden Kreise oder die Ballen, und damit macht ihr Wände. Nee, nicht mit den großen, runden.
Die Strohballen, mit denen wir bauen, sind die kleinen, die noch manche Hobby-Pferdehalter zum Beispiel haben. Also die jetzt in der großen Landwirtschaft kaum noch verwendet werden, weil da nehmen die entweder die großen runden oder die großen viereckigen. Mit den großen viereckigen kann man auch bauen. Es gibt auch welche, die mit den großen Quadratballen gebaut werden. Aber dann sind die Wände ja einen Meter dick oder sowas. Und dann ist es schwierig mit Fenstern. Das ist dann schießschadenmäßig. Bei uns, wir bauen mit kleinen Ballen. Und die... es gibt Holzrahmen, die sozusagen das Haus tragen und die sind so tief, wie ein Strohballen hoch ist. Und dann stellen wir die Strohballen so aufrecht in diesen Holzrahmen. Pressen es noch ein bisschen und sowas, aber im Endeffekt ist dann der Strohballenteil 35 cm dick und auf die beiden Seiten kommt Putz und dann sozusagen fertig ist die Wand. Wird es denn irgendwie verdichtet, dass es wirklich ganz dicht abschließt? Oder? Ja, die Strohballen werden verdichtet beim Einbringen. Da wird dann auch nochmal mit LKW-Gurten oder verschiedene Techniken nochmal verdichtet und dann nochmal was reingemacht und dann wieder losgelassen. Und dann muss man auch darauf achten, so in den Ecken und den Übergängen. Weil Strohballen sind ein toller Baustoff. Und auch jeder fragt nach den Mäusen. Mäuse sind kein Thema. Mäuse fühlen sich in so einem dicht gedrängten Strohballen überhaupt nicht wohl. Die nächste Frage ist nach dem Feuer. So ein dicht gepresster Strohballen, der brennt auch verdammt schlecht, selbst wenn er nicht lehmverputzt ist. Also versuch mal so ein... Jeder weiß, wenn er ein Feuer macht, alles zuschichtet, da brennt nichts. Ja, genau. Und das Einzige, was die Gefahr ist bei Strohballenbau, ist die Feuchtigkeit. Weil wenn es feucht wird, schimmelt es. Ja. Und deswegen muss man darauf achten, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann und dass keine Kältebrücken entstehen, in der vielleicht feuchte Luft kondensiert. Daher der Lehm. Und da muss man, das muss man wissen, wie das geht, dass man da keine Fehler macht. Also da, von daher ist es jetzt nicht so was, was man, also einfach so, ja gut, dann baue ich das so, wie Eva das jetzt gesagt hat. Also das ist nichts, da sollte man sich schon noch ein bisschen bilden. Aber das könnte man bei euch lernen. Das kann man bei uns lernen. Wir haben hier auch jede Menge Seminare zum Strohballenbau, sowohl für Architekten, wie für auch für Praxisseminare für Handwerkende. Was habt ihr noch für Seminare? Alles, was für uns irgendwie zum Thema Ökodorfleben mitgehört. Also das ist, jetzt haben wir weniger, also Yoga haben wir jetzt gar nicht mehr so viel, haben wir gar nicht mehr als, Yoga haben wir als Tagesseminare jetzt so für die, oder als Stundenangebote für die Region und sowas. Wir haben gewaltfreie Kommunikation, Ukulele spielen, Gartenbau, eben die Strohballenbauseminare, viele soziale Geschichten, Projektplanung. Ich selber gebe Seminare zum Gemeinschaftskompass. Also ich habe ja das Projekt hier mit aufgebaut seit 28 Jahren und bin auch als Beraterin unterwegs für andere Gemeinschaftsprojekte und habe da ein Modell entwickelt, das heißt Gemeinschaftskompass. Und dazu gebe ich zum Beispiel Seminare hier und auch anderswo. Ich würde einfach sagen, ich verlinke sozusagen unter dem Video die Seite zu den Seminaren und kann jeder ja gucken, ob er was findet, wo ihn anspricht und dann bei euch vorbeikommen. Weil ich bin jetzt schon seit 4 Tagen hier und ich genieße es und ich merke, die Gastfreundschaft ist riesig. Und jetzt kommen wir auch gleich zu den Problemen, wo du gesagt hast, durch Corona ist euch natürlich einiges auch weggebrochen. Also das ist jetzt nicht nur so, dass alles toll und Sonnenschein wäre. Hier ist es jetzt gerade auch grau. Ja, also noch ganz zur Gastfreundschaft muss ich sagen, wir sind ein ziemlich bekanntes Projekt und es wollen eigentlich täglich Leute vorbeikommen, uns mal eben besuchen und kennenlernen. Und da sind wir nicht mehr sehr gastfreundlich, das können wir einfach nicht leisten. Ja. Also die Leute können gerne kommen und können durch unser Gelände spazieren. Wir haben auch so eine selbstleitende Führung, mit der sie dann durch die Gegend laufen können, aber sie sollen da nicht erwarten, dass irgendein Siebenlinder sich Zeit nimmt, weil wir könnten hier ständig stehen und irgendjemandem was über Siebenlinden erzählen. Ja. Das machen wir einfach tatsächlich in der Regel nicht mehr. Und deswegen versuchen wir, diese ganze Gastlichkeit auf die Veranstaltungen, die wir haben, zu konzentrieren. Wir haben jede Menge Projektkennenlernveranstaltungen für unterschiedlichste Geldbeutel. Wir haben Mitarbeitswochen, die ganz wenig kosten und Seminare, Formate, die mehr kosten. Und wir haben fast jeden ersten Sonntag im Monat, gerade jetzt im November, muss man sagen, im Januar nämlich nicht und im Dezember fällt es Corona-bedingt aus. Also da kommen wir gleich zu dem Thema Corona. Ja. Also haben wir aber sonst immer nachmittags einen Sonntagskaffee, wo es eine Führung gibt, was die allerniedrigschwelligste Möglichkeit ist, uns kennenzulernen, ohne irgendwelche finanziellen Verpflichtungen, Anmeldungen oder sonst was. Ja. Aber so war es auch gedacht. Die Leute sollen kommen zu euch für ein Seminar und dann das hier mitnehmen, was ihr hier habt. Ja, genau. Nur einfach, sonst versteht man das manchmal falsch. Und ich kann verstehen, dass Leute enttäuscht sind, dass wir uns nicht für jeden Zeit nehmen. Und es geht einfach nicht. Also,
zu deiner Corona-Frage, natürlich, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Monate Schließung und noch viel mehr Monate eingeschränkten Betrieb, der, wo weniger Leute kommen können und es mehr Arbeit ist hinter uns, das zehrt. Es zehrt fast noch mehr das ständige Umplanen. Ja. Die Frage, was kommt jetzt morgen? Und ist das jetzt wieder anders und wie können wir doch und was machen wir und interne Diskussionen, weil wir einfach auch unterschiedliche Haltungen dazu haben. Und ja, wir hoffen jetzt wirklich, dass es bald mal endlich vorbei ist. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dann kommt die nächste Herausforderung. Du hast gesagt, es sind noch mehrere Herausforderungen vor euch. Die Finanzierung ist natürlich eine Sache. Klar. Welche siehst du noch? Was kommt da noch an Herausforderungen auf euch zu? Naja, also wir haben tatsächlich vieles, was eigentlich unser Ziel ist, zu erreichen, so an ökologischen Sachen noch nicht erreicht. Mhm. Also wir wollen unsere Selbstversorgung mit Lebensmitteln vergrößern. Wir wollen gerne auch energetisch autarker werden. Also da ist im Moment so, wir heizen mit dem Holz aus dem eigenen Wald. Wir haben überall thermische Solaranlagen auf dem Dach. Wir haben Photovoltaikanlagen, die rechnerisch uns zu 70% mit Strom versorgen, aber de facto... Na, jetzt, wenn es so ein bedeckter Tag ist, dann wird ein Teil von dem Strom hier erzeugt, ein Teil wird eingekauft. Wenn es richtig Sonne ist, speisen wir ein und nachts holen wir aus dem Netz. Also das, da darf gerne noch was dazukommen, was eher abpuffert die Zeiten, wo die Sonne nicht scheint. Und irgendwann, wenn die Batterietechnik weiter ist, auch mal Batterien. Im Moment haben wir noch das Gefühl, dass mit den Batterien so das Wahre ist. Also das entwickelt sich aber. Also, ja, also die Akkutechnik wird besser, natürlich. Ja, da werden wir, denke ich, auch irgendwann in Speicherung investieren. Haben wir jetzt noch nicht, aber solche Dinge halt einfach weiterzuentwickeln. Wir haben auch ein paar Hektar Acker, die noch verpachtet sind und wir wollen da auch mit dem langsamen Übernehmen zum Beispiel durch ein Agroforstsystem eine Alternative in der Landwirtschaft aufzeigen. Also dass einfach, dass man auch in der maschinellen Landwirtschaft mit Gehölzstreifen schon eine ganz deutliche Veränderung sowohl der Ökologie dieses Ackers wie aber auch des Mikroklimas des Ackers und eine CO2-Bindung hinkriegen kann. Okay. Also das hat so viele Vorteile, Gehölzstreifen auf dem Acker, dass es die Biodiversität erhöht, wird jedem, ist natürlich unmittelbar einleuchtend, weil anstatt, dass da einmal ein Weizenfeld ist, ist dazwischen ein Streifen, wo ganz viel anderes ist. Aber es ändert das Kleinklima, es ändert perspektivisch auch das Bodenleben und die Bodenfruchtbarkeit. Und das natürlich nicht in einem Jahr, wenn da die kleinen Bäumchen stehen. Aber und auch die Windverteilung letztendlich. Und damit hast du nicht regionalen Regen, wie jetzt, der steht, sondern durch den Wind natürlich eine Verteilung. Du hast ein anderes Mikroklima, die Feuchtigkeit wird besser gehalten, es ist weniger Erosion. Und dadurch, dass da Gehölze aufwachsen, wird CO2 gebunden. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir müssen ja irgendwie jede Menge mehr CO2 binden, als wir bis jetzt tun. Und wenn man die ganzen Acker hier um uns herum sich vorstellt, wenn da auf überall alle 30 Meter eine Baumreihe wäre, das würde so viel verändern. Und das ist zum Beispiel auch ein Projekt, was wir angefangen haben, aber es ist auch noch in den Kinderschuhen. Und das sowohl bei auf unseren eigenen Flächen zu machen, wie halt auch dafür zu gehen, dass das passiert. Bei der Führung hast du so einen schönen kritischen Blick, also so richtig zurück. Ihr seid jetzt 30 Jahre etwa hier, wo ihr dieses Grund und Boden gefunden habt. Und du hast jetzt bei der Führung gesagt, heutzutage würdest du es anders machen. Ja, was ich anders machen würde, ist dieses, wir bauen hier ein neues Dorf auf der grünen Wiese. Das hat schon einen Hintergrund, der auch Sinn gemacht hat. Wir haben gesagt, wir wollen ganz bewusst mit den Menschen, die sich für diese Lebensart entschieden haben, so bauen. Und wir möchten nicht, dass Nachbarn sich das übergestülpt fühlen, dass hier irgendwie jetzt ein Ökodorf wird, wo sie doch gar kein Ökodorf sein wollen. Und deswegen wollen wir genau mit den Menschen, die das wollen, neu bauen, um auch in dem Bauen zu zeigen, was es für neue, gute Methoden gibt. Und da ist der Strohballenbau schon auch ein total gutes Beispiel für. Und auf der anderen Seite nach über 25 Jahren hier in der Region auch, ich war immer auch regionalpolitisch ein bisschen aktiv, ist mir viel klarer, wie schwierig das ist, in diesen ländlichen Regionen überhaupt die Infrastruktur zu halten. Und dass wir es uns zwar sozial leichter gemacht haben, ja, haben wir, aber dafür haben wir eigentlich eine ganze Menge ökologischer Pferdefüße eingebaut. Also jetzt, wir sind der Hauptverkehrserzeuger auf der Buslinie, die hier vorbeiläuft, weil einfach unsere Gäste viel mit dem Bus kommen und wir auch mit dem Bus fahren. Aber wir sind halt abgelegen. Jetzt hat die Nahverkehrsgesellschaft uns in das Ganze integriert. Dafür fährt der Bus aber halt 20 Mal am Tag 3 Kilometer mehr. Ja. Und ist es jetzt ökologisch? Dafür ist uns eine Bushaltestelle
Das asphaltiert worden, wunderbar. Also wir, für uns ist das jetzt gut und sollte es auch so sein, aber es ist eine der Kosten sozusagen, die wir, ich meine, am Anfang haben wir auch gesagt, das ist, wir brauchen das alles nicht, wir fahren, das kann alles unasphaltiert bleiben und wir fahren immer mit dem Fahrrad nach Popper. Aber Himmel, die Erstklässler, wenn die morgens um 20 vor 7 in den Bus einsteigen müssen und dann im Winter bei Schnee mit dem Fahrrad die 1,5 Kilometer vorfahren. Also so, es ist einfach, also eine neue Infrastruktur aufzubauen, braucht auch wieder neue Infrastruktur, wo es schon herausfordernd genug ist, die alte eigentlich zu halten. Also ich kann das heute besser verstehen, die Sorgen, wo die Leute gegen unsere Genehmigung gesprochen haben eigentlich, als ich das damals verstehen konnte. Und trotzdem bin ich froh, dass sie es uns genehmigt haben, weil ich denke schon, dass wir hier auch ausstrahlen und Menschen inspirieren, dass es für einmal auch okay war, das zu machen. Aber wenn Leute sagen, ja, wir wollen das dann auch so und wie können wir unsere, unsere Behörden überzeugen, dann sage ich immer, mich würdet ihr nicht überzeugen. Also ich wäre selber nicht mehr dafür. Ihr seid eigentlich eher ein Labor und Versuchsanstalt, um zu zeigen, es geht. Aber auch die Grenzen aufzuzeigen, wo halt noch geforscht werden muss, wo man sich Konzepte überlegt, zum Beispiel eine bestehende Infrastruktur sich irgendwo anzugliedern, dass man sagt, okay, das Stadtteil beleben wir jetzt neu, ökologisch. Genau, es gibt so viel Leerstand, es gibt auch leere große Objekte, es gibt leer, man kann am Rand von Orten bauen, wenn man viel Freifläche um sich herum haben will oder sowas. Und da, oder es gibt ja halt leere Tourismusobjekte oder was weiß ich was. Also das würde ich auf jeden Fall, also das empfehle ich allen, die sowas Ähnliches wie wir machen wollen, guckt in die Richtung und macht nicht Neubau. Lieber schauen, wo bestehende Infrastrukturen, wo kann man sich vernetzen, wo kann man sich einbringen und vielleicht damit sogar viel näher diesen Ökologiegedanken in die Stadt zu bringen, weil das ist ja auch ein Punkt, wie erfahren die Leute überhaupt von euch, wie macht ihr da Werbung, wie kommt euer Gedankengut nach außen? Oh, da gibt es genügend Medien, die das nach außen tragen, also sowohl, dass immer wieder Presse hier ist, wie auch über die Social Media oder also inzwischen ist Siebenlinden in der Szene ganz gut bekannt. Also unser Bürgermeister erzählt immer wieder, wie er dann irgendwo auf einer Veranstaltung war, wo ihm dann jemand sagt, ah, Sie kommen aus der Altmark, da ist doch dieses berühmte Ökodorf Siebenlinden, kennen Sie das? Wo er sagt, ja, ich komme doch aus Betzendorf, das ist in meiner Gemeinde, aber natürlich wussten die nicht, dass das in Betzendorf ist. Also so, also inzwischen irgendwie ist Siebenlinden, denke ich, schon auch recht bekannt und wird immer wieder aufgegriffen von dem einen oder anderen Medium. Und wir machen ja selber auch, also nehmen uns Zeit für solche Interviews, wie du jetzt gerade hast. Ja, genau. Das ist ja bestes Beispiel. Sagen überhaupt halt längst nicht allen Presseleuten zu. Also wir gucken, wir sortieren da schon aus und haben ja auch einen eigenen Social-Media-Auftritt oder sowas, einen eigenen Newsletter und sowas. Und jetzt unsere neue Podcast-Reihe übrigens, die, wenn Leute Interesse haben, wirklich mehr auch nach und nach Hintergründe von Siebenlinden mitzukriegen, dann die Podcast-Reihe, ich muss das Wort erstmal lernen, es war bis vor kurzem noch nicht beim aktiven Wortschatz, ist aber echt eine gute Möglichkeit, uns kennenzulernen. Da gibt es jeden Samstag einen neuen Podcast, der unterschiedlichste Schlaglichter auf Siebenlinden wirft, immer eine halbe Stunde. Ich habe vor 2 Wochen über Ökonomie gesprochen, das letzte ging über Entscheidungsstrukturen, dann über Aufwachsen von Kindern, über unsere Küche, unseren Garten, also ganz verschiedene Themen. Und das wird uns auch, also wir haben nicht das Gefühl, dass wir die nächsten 2 Jahre irgendwie anfangen müssen zu kramen nach Themen. Mal gucken, wie es danach ist. Aber würde ich auch unter das Video packen, dann müssen die Menschen nicht suchen, sie finden dann einfach dann unten drunter. Abschlussfrage. Ich bin jetzt hier viel rumgelaufen. Hinten ist eine Eiche, ich habe Tannen gesehen, Birken, aber keine Siebenlinden. Wo sind die? Also der Name kommt daher, dass hier früher mal 7 Linden standen, vor dem einen Haus, was hier stand. Da haben wir ein altes Foto bekommen, da, zu dem sagte der Vorbesitzer, wir haben nur Bäume gesehen, man sah nicht, wie viele es sind und nicht, also man sah zwei Stämme und nicht genau, was es für Bäume waren. Und da sagte der Vorbesitzer dann, vor dem Haus standen mal 7 Linden und uns hat wieder das einfach gefallen. Linden sind Versammlungsbäume, sind Bäume, um die gefeiert wird, sind mystische Bäume. Und 7 ist eine schöne Zahl und das war dann so, das passt doch. Und wir haben dann die ersten Jahre immer wieder diskutiert, wo die 7 Linden nun hinkommen. Und da aber der Plan vom Dorf nicht so ist, dass schon klar ist, wo die Straßen und die Häuser sind, hätten diese 7 Linden die ganze Dorfentwicklung sozusagen determiniert, wenn wir die gesetzt hätten. Weil so eine Dorfname prägende Linde, die sägst du nicht mal eben ab, weil du beschließt, da willst du ein Haus bauen. Keine gute Idee. Und deswegen konnten wir uns nie einigen, wo wir diese 7 Linden hinpflanzen. Und zu unserem 10-Jährigen hat uns dann die Gemeinde auf dem Weg hierher
Siebenlinden gepflanzt. Also wenn du hier von dem Weg vom Popper aus nach rechts abbiegst Richtung Siebenlinden, wo auch das Dorfschild steht, da sind genau Siebenlinden. Die hat uns die Gemeinde gepflanzt, die brauchte keinen Konsensbeschluss einer Gemeinschaft. Da hat einfach der Bürgermeister gesagt, machen wir, und dann waren sie auf einmal da. Also wir fahren mit Sicherheit in die andere Richtung raus, weil wir sind von hinten rumgekommen, 2,5 Kilometer Schlaglöcher durch den Wald. Nee, trotzdem, bevor du zu den Schlaglöchern kommst, sind die Siebenlinden. Doch, sind die. Dann also, habe ich sie sogar gesehen beim Fahren, beim Abbiegen dann. Wenn du zu den Schlaglöchern wirst, wirst du nach rechts. Wenn du einen besseren Weg fährst, das nächste Mal nach links. Mhm, aber das ist jedenfalls davor sozusagen sind die Siebenlinden. Ach, schön. Ja, vielen Dank für das Interview. Und ich glaube, das war wieder bereichernd für viele, die einfach noch nicht so viel Ahnung hatten über Ökologie und wie die ganzen Wechselwirkungen bei euch so zusammenwirken. Mhm. Und viel Erfolg für die Zukunft, wie auch immer sie ausgehen mag. Ja, danke für dein Interesse und ich bin gespannt, was du daraus machst. Okay.